wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück hier von unserem schrecklich eisigen Planeten, wo wir mit diesem Schiff hier vor ganz, ganz langer Zeit mal notgelandet sind. Eigentlich auch krass, ne? Dass sich das überlegt. Wie lange das jetzt her ist. Was? Okay. Da hat uns dieser... siehste, dabei ist uns dann gleich mal eins ganz dolle bewusst geworden. Wir müssen ganz, ganz dringend uns darüber Gedanken machen, dass wir eine Mietstation oder sowas hier unten brauchen. Ja. Eieiei. Jetzt gleich mal ein bisschen was von dem Stein noch. Inventory full. Naja. Wo ist es? Da ist es jetzt. Wie viel habe ich jetzt dabei? Ah, vielleicht kriegen sie was daraus. Wenn wir Glück haben. Inventory full. 127.000, bist du des Wahnsinns, ey. Heftig. Warte. So, müssen wir mal hier weg, das stört mich schon die ganze Zeit. Der flippt da immer noch rum. Zumindest nicht mehr rumgeflippt. Ist auch mal ganz gut. Viel gutes Zeug. Also ich denke, wir haben jetzt eigentlich gerade dadurch, dass das hier ja eh Inventory full. Was ist, was wir benutzen können. Haben wir hier wirklich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann ein vernünftiges Fahrzeug, würde ich das Raumschiff sagen, also Fahrzeug zu basteln, damit wir entsprechend ein bisschen mal die Landschaft erkunden können. Wobei ich natürlich immer eigentlich eher für Raumschiffe bin, aber ich glaube, das wird zu viel verlangt. Auch nett. Ja, vielleicht sollten wir dann hier doch so einen Generator noch mit dran packen. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Ja, wobei, Eis haben wir ja auch genug, ne? Das ist ja nicht mangelbar oder sowas. Wieder ein bisschen Uran zum Abgreifen. Vielleicht sollten wir auch mal langsam Solarpanels hinstellen, dass wir nicht nur auf das Uran angewiesen sind. Ich glaube, das fände ich ganz schön, persönlich gesagt. Oh, da schon wieder was. Na, das kommt schon ein bisschen schneller zu uns, aber ist auch noch nicht so schnell, dass wir uns da Gedanken machen sollten. Ja. Wie viel haben wir da? Ja, so richtig viel ist das jetzt nicht, aber... Ihr kennt das ja, Kleinviehboot aufmisst. Ja, das Wichtigste ist eigentlich mal diese guten Sachen da innen drinne auszuschlachten und wegzunehmen. Oh, da sind ein paar Gitter dabei gewesen. Na, ist natürlich super schnell weg, ne? Ist ja klar. Ich wollte gerade sagen, da sind nämlich noch wieder Sachen drin. Ja, und gerade die Raketen, die können wir alle zerlegen, weil ich mag die Raketen hier nämlich nicht, weil die brauchen halt so lange zum Ziel.
das lieber nochmal verwerten und irgendwas Besseres draus machen. Also finde ich jetzt zumindest. Medizinische Komponenten. Super gut, weil dann kann ich wirklich eine Krankenstation hier basteln. Sehr schön. Auch nicht so einfach, so viel davon zu finden. Ja, sind halt schon sehr, sehr wertvoll, ne? Ob ich da wirklich so viel brauche? Das ist wirklich übertrieben viel, ne? Immerhin kriegen wir ein bisschen Nickel raus. Nein! Nicht so. Ich möchte gerne... Na, das auch nicht. Machen wir 40, die wir zerlegen. So. Ein paar neue Ressourcen holen. Nur, hier ist schon mal ein bisschen mehr, was wir mitnehmen, aber auch nicht so wirklich viel. Ich glaube, wenn wir bald mal anfangen. Hier so ein paar Sachen mitzunehmen, genau. Und dann mal entsprechend was zu basteln. Jetzt ist ja nur die Sache, machen wir ein kleines Raumschiff oder ein kleines Fahrzeug. Ich persönlich tendiere zu Fahrzeug, weil dann kann uns sowas wieder hinten, wenn dann auf einmal die Sachen deaktiviert werden, das kann uns dann nichts mehr. Ja? Sache, machen wir ein kleines oder ein großes Fahrzeug? Wenn es halt... Ja, wir überlegen, wenn es... Ich mach das mal hier hin. Ja, weil wenn es als Basis fungieren soll und einen Landeplatz haben soll, dann wäre... Großes Fahrzeug schon nicht schlecht. Das ist ja nur die Sache, welche Räder. Es gibt links und rechts. Keine Ahnung, was hier was sein soll. Wo ist da jetzt das Auto dran? Mhm. Ja, das macht mir, glaube ich, einen vernünftigen Eindruck. Links. Ja, wenn das hier links ist. Genau. Ist das hier rechts? Rechts die Aufhängung, genau. Moment. Das ist die für rechts. Ja, genau. Nee. 7 ist für
rechts, genau. Okay, okay, okay. Mhm. Drei Stück dazwischen sind frei. Ja, das passt. Auch noch eins mehr. Das sieht nicht so schrecklich aus. Ich denke, so könnte das funktionieren. Okay, müssen wir größer werden. Das hat sonst keinen Sinn, glaube ich. Das war jetzt für rechts. Okay. Ja, das sieht nach was sehr Stabilem aus. Ich kann mal gucken, wie viel braucht der? Das sind dann 4 Blöcke insgesamt. Also hier 2, 2, also hier hin. Reicht das? Ah, nee, es muss eins weiter weg. Schön vorsichtig. Wollen nichts kaputt machen. Ach, das passt gerade so da mit dem Turm. Nein. Genau. Ich denke, das sollte reichen. Allzu groß muss es nicht sein. Wichtig ist eigentlich hierbei, dass alles entsprechend vorhanden ist. Ja, ich glaube, das ist ganz okay. Dann machen wir einfach praktisch eine zweite Reihe. Ich lande mal. Hat er jetzt wahrscheinlich speichert er oder so. Ach ja. Genau. Hier kann man ja gucken, dass wir dann halt gleich relativ nah, gar nicht erst hochgehen, alles draufsetzt, damit wir das halt nicht zu hochbocken. Das ist, ich möchte es gerne ein bisschen flacher halten. Dann, ja, werden wir jetzt bin ich überlegen, ob man so eine kleine Garage macht mit einem Hoover. Ja. Oder ob man sagt, okay, so ein kleiner Jet reicht aus. Vor allem für die Garage habe ich auch schon gerade voll die gute Idee, aber
Ja, aber guck mal, ich glaube, ich werde das in der Garage machen, aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal. Also in diesem Sinne, bis dahin.